Jo Leute, willkommen zur nächsten Folge einer Rätselfolge. Und zwar, erstmal rein. Ist ja gar nicht gut für die Augen, sowas zu sehen. Zum Beispiel komischen Kacktexturen. Jedenfalls habe ich ja letzte Folge gefragt, warum die Holzbrücke hier leuchtet. Obwohl das ja durch den Nutzer eigentlich gar nicht gehen sollte. Die Frage ist, warum? Ich habe bevor dieser Nutzer und Ernst diese Spur. Und eigentlich ist das komplett einfach simpel. Und so umdrehen. Das ist aber nur ein letzter Block. Da die Spur leitet. Und ich habe mich dann verarscht. Einfach nur die letzte Spur. Geht von diesem Block hier einfach aus und nicht von dem Redstone Erz. Und ja. Bestes Rätsel auf jeden Fall. Jo, ich bin mal ins Sinn gekommen. Jo, das war dann schon ungefähr so eine Auflösung. Ja, war eigentlich wieder noch nicht das spektakulärste Rätsel. Aber ja. Gut. Dann kümmern wir uns ruhig mal um Fallschaden. Na, und zwar, ich präsentiere euch das kurz mal eben. Yay. Wie bekomme ich keinen Fallschaden? Und zwar, ist egal welcher Höhe. Wirklich, guck mir das. Egal welcher Höhe aus 5000 Blöcken möchte ich fallen. Keinen Fallschaden kriegen. Oder 10.000 Blöcke. 100.000 Blöcke. Möchte ich fallen. Keinen Fallschaden kassieren. Wie geht das, Leute? Wie kriege ich keinen Fallschaden? Egal aus welcher Höhe. Es muss eine hundertprozentige Chance sein, dass ich keinen Fallschaden kriege. 100%. Ich frage jetzt einfach jetzt. Wie geht das? 100% Fallschaden frei. Ja. Egal was passiert. Ich möchte aus einem Blöcke höher fallen. Kriegt sie 100% keinen Fallschaden aus. So 1000% keinen Fallschaden. Ja. Wie geht das? Schreibt mir das in die Kommentare. Und jetzt hänge ich hier fest, ey, verdammt. Vor allem die Bergblöcke hier reingefallen, ey. Da komme ich natürlich nie raus. Jo. Wie gesagt. Writet es mir in die Comments. Und dann verabschiede ich mich mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like, abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt. Aktiviert die Glocke, wenn euch das was nützt. Folgt mir auf Instagram und Twitter, wenn euch das wirklich interessiert. Und dann, ciao.